wie blöd. Wie ich ins Stadion gefahren bin mit der Bahn, wie so schräg sitzt eine ältere Frau, die hat schwer gehört. Gerade rüber ein junger Kerl, der hat so ausgiebig Kaugummi gekaut. Dann hat sie gesagt, wenn du mir erzählen willst, ich muss lauter sprechen. Dann komme ich da ins Stadion hin, wo vorne die Hasekeiselscher sind, die Heisekasselscher. Kasseheiselscher. Und so eine lange Schlange. Ich habe mich hingestellt, das hat mir so lange gedauert. Habe ich mich vorgedrängt. Und dann hat er gesagt, Vordrängen gilt nicht, stell dich hin, also da steht er schon einer. Und der Nebendran gesagt, Mensch, wir haben uns hier zur Polonaise aufgestellt. Und wenn du dann neu kommst ins Stadion und siehst die, die wollen wir ja überhaupt nicht haben. Die kehren nicht dahin, die blöden Gens, die Hooligans. Dann haben sie ja die Kappe rasiert, damit die Dummheit besser rauskommt. Und die sind ja sowieso hohl im Kopf, deswegen heißen sie ja Hooligans. Ja, ich war dann auf meinem Platz geguckt, oben auf der Tribüne. Kaum hat das Spiel angefangen, habe die um mich rum die Schnuppe gekriegt. Tempo, Tempo. Habe ich gesagt, ich habe aber bloß 3 Einstecke. Und weil es im Stadion so teuer ist, das Essen, da kostet so runter, naja, das Wäschel, 15 Mark. Dann hat man mal gefragt, du die Äpfel mitgeben, ich will da gerade in den Apfel beißen, kreischen die außerum. Faul, faul. Das hast du deine Äpfel gar nicht angesehen. Habe ich sofort geschmissen. 2 Reihen hinter mir sitzt einer aus dem Spritzhoch, er spritzt aus dem Sitz hoch. Stellt sich hin, macht so. Oh! Und hockt sich wieder hin. Das hat er so 4-5 Mal gemacht. Dann habe ich dem Nebendran gesagt, du, ist da nicht ganz gebacken da hinten? Und er hat gesagt, nein, das ist ein hundertprozentiger Fan. Der hat einen Unfall gehabt, der hat sich die Zunge durchgebissen. Der kann nicht retten momentan, der hat einen gerade nur noch gerufen, ihr blöde Hunde spielt über die Fliegel. Wie blöd. Und der Schiedsrichter, der hat ausgesehen wie ein Pfarrer in Sommeruniform. So schwarze Hose und ein schwarzes Hemd. Und da hat so 2 vorne Junker dabei gehabt. Und kaum hat er gepfiffen, das muss ein ganz bekannter Schmuggler gewesen sein. Haben die alle gerufen, Schieber, Schieber, Schieber. Da war so viel Polizei, du Mensch, hätte den mitgenommen. Und dann war vom gegnerischen Strafraum ein Indiskrete, ein Freistoß. Dann müssen neben mir von der Stasi geguckt haben. Haben die gekriegt, Mauer, Mauer! Da habe ich gesagt, seid ihr froh, dass er weg ist? Und dann war ich auf dem Pokalspiel, da komme ich nicht mit.
um die deutsche Meisterschaft und den Deutschlandpokal komme ich nicht mit. Tausende gesungen, wo die Urlaub machen. Das geht doch mich nicht so. Haben die für einmal alle gesungen. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Da habe ich gedacht, muss da denn sagen, wo wir Urlaub machen. Bin ich aufgestanden, habe gerufen, Tirol, Tirol, wir fahren nach Tirol. Und von den gegnerischen Spielern habe sie einer verletzt. Der hat sich die Drehscheibe verbogen, der ist mit dem Buckel aufs Gesicht gefallen. Da sind da vier Reihen gerannt mit dem Tragbar da vom Kreiderotz, vom Roten Kreuz. Haben dann auf die Tragbar an der Tribüne vorbei, die waren so freundlich zu dem. Also ruf auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und vor mir waren zwei gesessen, der eine hat so lange pappische Haare gehabt, ich habe erst gemeint, es wäre der Gildo Horn. Und nebenan einer, der erzählt mit dem, hat er gesagt, du, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich muss dreimal im Jahr Ölwechsel machen. Nur der mit der pappischen Haare gesagt, ich mache bloß alle zwei Jahre einmal Ölwechsel. Ich habe gesagt, was hast denn du für ein Auto? Ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Auto, ich habe ein Pommes frites Boot. Wie blöd. Dann wollte ich in der Pause zu der VIP-Loge. Da war so kalt, ich wollte ein bisschen die Drähte verfiesen, die Fies vertreten. Gehe ich mal zu der VIP-Loge, wo die Prominenz hockt. Ich komme da hin, stehe da ein an der Kälte. Von Kopf bis Fuß gezittert, es muss der Vibrator gewesen sein. Der hat mich da nicht durchgelassen. Dann bin ich wieder zurück ins Stadion neu, die Bandereklame angeguckt. Bausparkass. Wer Gott vertraut und Backsteig klaut, der kriegt ganz schnell sein Haus gebaut. Autoversicherung, wer von rechts kommt, braucht für den Schrott nicht zu sorgen. Und dann da die Volkseise- und Reifebank. Wir machen für Sie den Weg frei. Wo das letzte Glatteis war, wollte ich auf die Bank, ich bin viermal auf die Gosch geflogen. Dann habe ich in der Stadionzeitung gelesen, der linke Verteidiger muss schwul sein. Die wollen den als Montecker spielen lassen. Und der Mittelstürmer, der muss Mods Potenzprobleme haben, der soll als hängende Spitz spielen. Und dann unser Stammlokal, wo wir gewonnen haben. So drei Stunden noch im Spiel, in vierer Reihe um die Theke rum, herrscht nur zwei Worte, Nonne und Eishockey. Herr Wirt, Nonne-Runde. Eishockey. Wie blöd. Und wenn da Winterpause ist im Fußball, gehe ich ja zu anderen Sportarten. War ich da im Allgäu, auf dem Skispringen. Ich komme da hin, um die Chance rum, ein Haufen Leid. Ich stehe ganz hinten im Schnee, vor mir liegt so dickes rotes Kabel. Geh da oben einer runter, kreische die all, zieh! Da habe ich gezogen an dem Kabel. Für einmal war ein Kameramann vor mir gelegen.
Und dann war ich im Hallebad, Dame Hürdekraul. Hat eine zweimal hintereinander zwei Titel gewonnen. Ist so ein sächsischer Reporter hier, hat ihn interviewt. Vor allem hat er rechts und links eine Ohrfeige gekriegt. Dann bin ich hier, sag, warum hast du nur eben zwei Ohrfeige gekriegt? Sagt er, ich habe sie nur beglückwünscht zu ihren zwei herrlichen Titeln. Wie blöd. Zum Tennis gehe ich auch nicht mehr. Nie mehr war ich zum internationalen Halle-Tennisturnier. Die fangen an zu spinnen, die spielen um ein Pappische mit. Habe ich gelesen, Fett gehabt. Und dann war ich in Iffezheim auf dem Pferderennen, gehe ich auch nie mehr hin. Ich habe mir da den Stadtplatz angeguckt, wo die Geil neu geschoben werden. Geht mein Schuhbändel auf, ich bieg mich. Legt mir so einen Deppensattel auf. Siebter bin ich geworden. Dann habe ich eine Freikarte gekriegt für eine hockende Formel 1, wo der Schumi gefahren ist. Habe ich gedacht, oh, vorne in der ersten Reihe, wenn die an dir vorbei sind. Habe ich mich daheim vor den Spiegel geguckt, musste ja üben. Nächsten Tag griff ich meinen Kumpel und sagte, und wie war es denn hoch? Genau, ich hatte überhaupt nichts gesehen, ich bin so rumgefahren. Was ist bei uns in der Kurpfalz im Sport? Oh. Da, ja. Herr Mohr. Oh, Herr Mohr mit dem Wald. Herr Mohr mit dem Waldhof, da könnt ihr den Gaul durchgehen. Wenn der Trainer besser Deutsch kennt, hätte viel mehr Einheimische mitkicken. Und Ludwigshafen drüben, Südweststadion, 40.000 Zuschauer in 200 Spielen. Der Präsident, wie er lacht, hat an der Zeitung gelesen, Brot macht potent. Ich sag zum Bäcker und gesagt, 5 Lei Brot. Und er hat gesagt, wenn er ja die Hälfte hat, hat er gesagt, krieg ich Zähne. So, ich bin wie Flasche leer, ich habe fertig. Thank you.
auf Mannheims Bühnen und in der ARD nicht mehr wegzudenken. Immer wenn er mit den Finger dreht, wie blöd, der Sportfan Peter Schick. Und ich glaube, auf den Peter machen wir auch drei kräftige Löwenjäger. Madame Baden-Württemberg.